Ja, hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vorstellungsvideo. Und heute geht es um ein Genre, was eher untypisch für diesen Kanal hier ist und auch für meinen eigenen filmischen Geschmack. Es geht um das Found-Footage-Genre. Allerdings bei den VHS-Filmen kann ich an dieser Stelle doch eine Ausnahme machen, da ich diese vor allem SVHS wirklich sehr gelungen fand. Und nun hat es der dritte Teil, VHS Viral, als erster von allen dreien überhaupt in meine Sammlung geschafft. Hier natürlich in der OFDB-exklusiven Limited Collectors Edition. Was so besonders an dieser Limited Collectors Edition ist, frage ich mich allerdings an gewissen Stellen, denn bestimmte Sachen kommen mir hier irgendwie ziemlich bekannt vor. Und dennoch muss ich sagen, ist dieses Mediabook durchaus ein Sammlerstück, aber dieses Teil hat auch quasi seine Nachteile. Das ganz Besondere neben der Verpackung ist hier eigentlich nur, dass sich im Bonusmaterial selber noch die Episode Gorgeous Vortex von Todd Lincoln befindet. Die hat es leider nicht in den finalen Film geschafft, da scheinbar die Dreharbeiten sich hingezogen haben und das Ganze nicht rechtzeitig fertig wurde. Man hätte sicherlich warten können und dann wäre der Film von einer Laufzeit von 80 Minuten auf gut 95 Minuten angewachsen in 15 Minuten. Und ja, ist natürlich fraglich. Daher erscheint dieser Film, da er scheinbar keine FSK-Prüfung hatte, in diesem Set hier ungeprüft. Was man natürlich sagen muss, ist, dass das Mediabook selber hier wirklich matt gehalten ist. Es fässt sich sehr gut an. Der Look selber ist ganz okay. Hier stehen natürlich die ganzen Regisseure drauf, die hier natürlich ihre Episoden für abgeliefert haben. Natürlich auch eine Rabenhandlung. So sieht das Ganze vom Spine aus. Also jetzt nichts Überragendes, aber und hinten sieht das Ganze aus. Hier wird natürlich mit Uncut geworben. Die normale, reguläre Kinofassung hat schon eine FSK ab 16. Schon erstaunlich, denn trotz der FSK sollte man sich durchaus auf einige relativ blutige Effekte gefasst machen. Aber das Ganze ist hier so irre ausgefallen. Und ja, hier hinten ist natürlich noch eine kleine Inhaltszusammenfassung, wie man natürlich sehen kann. Und hier werden natürlich noch die Extras aufgezählt. Und hier wird natürlich gezeigt, exklusiv in dieser Edition befindet sich die Episode Gorgeous Vortex. Und natürlich dazu noch ein 16-seitiges Booklet. Hier sind natürlich noch die technischen Daten angegeben von der DVD. Und natürlich auch dann noch allgemeine Zusammenfassung, was für ein Genre das ist. Ja, Blu-ray 80 Minuten, DVD 70 Minuten. Es ist meiner Meinung nach der bis dato kürzeste VHS-Teil und auch der scheinbar letzte Teil bis jetzt. Und das Ganze ist auf 3000 Stück limitiert und ist auch durchnummeriert. Hier wurde noch ein Sticker draufgepackt. Finde ich, ist eine sehr lobenswerte Sache. Gut, dann kommen wir natürlich zum Inneren, was auch recht gut gestaltet ist, wenn man sich hier den Look anschaut. Die Discs, beide sind natürlich wiederkennstaltet. Ist ein bisschen, würde ich sagen, relativ monoton und stumpf ausgefallen, aber es hat schon irgendwie seinen Reiz und auch die Qualität des Papiers kann sich wirklich sehen lassen, ist wirklich sehr dick. Und hier wird natürlich allgemein nochmal auf die VHS-Reihe eingegangen, auf die ganze Anthologie und das Ganze und natürlich auch auf die Episoden im Allgemeinen von den Filmen. Wobei ich allerdings sagen muss, ist, dass der Text, Großteil bis auf die Bilder und so, was hier ein bisschen vergrößert wurde und so weiter und so fort, alles aus der aktuellen Virus ist. Ja, muss ich einfach sagen. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber es ist okay für diejenigen, die das Heft nicht haben oder so, ist das auf jeden Fall ein Anreiz. Hier natürlich ein Szenenbild aus der Episode Parallel Monsters. Eine wirklich richtig interessante Episode, muss ich sagen. Eine meiner, würde ich sagen, meine liebste Episode. Definitiv. Neben der Episode Bone Storm. Und hier noch ein Bild. Okay, die Qualität, man sieht es, ist relativ pixelig, muss ich sagen. Und hier hinten natürlich noch eine Angabe für die Virus selber. Und hier steht es natürlich hier unten: Text Virus, mal ganz sagen. Ja, aber letzten Endes muss man entscheiden, ob man sich diese Edition holt, nur wegen des fehlenden Kurzfilms und vielleicht wegen der Verpackung, oder ob man einfach darauf scheißt und sich die reguläre, normale, relativ günstig zu erstehende Blu-ray oder DVD holt. Und was ich natürlich sagen muss, ist, dass dieser Teil relativ schlecht von den Kritiken weggekommen ist, was ich an einer Stelle nicht verstehen kann. Okay, die Episoden reichen von, sagen wir es mal so, solide bis exzellent, also vor allem die Episode
Parallel Monsters hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen, aber auch die Episode Bonestone. Dann gibt es noch eine Folge mit dem Zauberer Dante the Great. Die ist okay, die ist generisch, die setzt viel auf Action, Effekte und so weiter und so fort. Aber was ich jetzt schade finde, dass die Leute hier wirklich richtigen Horror erwarten. Es ist vor allem, dieser Teil zeigt einmal mehr, wie experimentierfreudig an sich das VHS-Franchise ist. Und das finde ich auch gut so. Ich hatte natürlich so anfangs meine Probleme mit allgemein schon mit dem ersten VHS da irgendwo warm zu werden, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, das ragt heraus, das hat einen gewissen Fun-Aspekt und das macht Spaß. Vor allem der zweite Teil, meiner Meinung nach, SVS ist bis dato der beste Teil von allen dreien, vor allem wegen der genialen Episode Safe Haven und so weiter und so fort. Aber VHS Viral kann sich auch durchaus sehen lassen. Nur muss man natürlich für sich entscheiden, ob man sich das Ganze hier in einem gut 30 € teuren Mediabook holen will, wobei ich sagen muss, ist, dass sich die UFB durchaus Mühe gibt, muss man einfach mal sagen. Nur ich muss sagen, wenn ich das Ganze jetzt mit einer Edition wie zum Beispiel From Beyond vergleiche, stinkt diese Edition etwas ab, trotz dass es ein Mediabook ist, hin oder her, und der Text mir wirklich nicht altbekannt vorkam. Ja, muss letzten Endes jeder für sich entscheiden. Ansonsten, kann man durchaus zufrieden sein, da muss natürlich an die Blu-ray andere Qualitäten stellen als bei einem wirklich hochbudgetierten Hochglanz-Hollywood-Schinken oder so weiter. Hier gibt es viele Stilistiken und so, die Bilder wurden teilweise sehr verfremdet. Aber es macht schon durchaus Spaß und ich kann VHS Viral auf jeden Fall für die Found-Footage-Fraktion, für die Fans empfehlen. Mir hat der Film auch doch sehr viel Spaß bereitet, vor allem aufgrund dieser zwei Episoden, die ich genannt habe, die wirklich sehr exzellent sind. Gorgeous Vortex ist okay, aber ja. Ist eine Episode, die ich auch nicht missen würde, bin ich jetzt ehrlich, wenn die jetzt da drin wäre. Okay, das war's mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären über diese Limited Collector's Edition zu VHS Viral, die auf 3000 Stück limitiert ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde natürlich mich über Kommentare freuen, was ihr im Allgemeinen von dem VHS-Franchise haltet und so weiter und so fort. Und damit bin ich erstmal raus und ich hoffe, es hat euch gefallen an dieser Stelle und bis zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.